sag dazu nichts. Sag mal Willi. Ja, eben. Ich sag dazu nichts. Findest du ja? Ja. So, hi ihr Lieben. Erstmal Entschuldigung von meiner Seite, weil ich habe wirklich seit 100 Jahren kein Video mehr gepostet und ich gelobe Besserung. Ich schulde euch auch noch das Video für die ganzen Schulterübungen, eine Zusammenfassung. Ich drehe es die Tage mal ab und stelle es rein. Heute möchte ich was aus gegebenem Anlass machen. Wir haben gerade in letzter Zeit sehr, sehr viele Leute Fragen gestellt, was Knieschmerzen angeht und so. Und die nächsten paar Videos werden einfach zum Thema Knie jetzt sich abspielen. Für mich ist ein Schlüsselmuskel im Knie oder bei Knieschmerzen allgemein, bei Knieproblematiken, der Popliteus. Den möchte ich euch heute ganz gerne mal zeigen. Leg dich mal gerade auf den Bauch, bitte, Peter. Dass ihr euch mal ein bisschen orientieren könnt. Komm mal ran, Philipp, hier mit der Kamera. Der Popliteus verläuft hier im Knie so, dass ihr den euch mal besser vorstellen kann. Ich zeichne euch den mal ein. Sorry, Peter. Na, ungefähr hier in diesem Verlauf sitzt der Popliteus hier drin. Den könnt ihr auch selber mal, wenn ihr mal Interesse habt bei jemandem, das mal locker, hier mal palpieren, indem ihr in die Tiefe reingeht. Der springt euch dann hier so richtig weg. Na, hier so ein springender Muskel. Ihr seht auch mal eine Reaktion von Peter, wenn ich hier drauf gehe. Ja, hat Peter richtig Freude hier. Weil dieser Popliteus meistens bei den Menschen sehr, sehr viel Spannung hat. Hängt einmal damit zusammen, der beugt halt im Knie auch, macht so ein bisschen Schlussrotation. Wenn ich den ganzen Tag sitze mit angewinkeltem Bein, dann verkürzt er, bei Laufsportarten verkürzt er, also wenn ich sprinte, wenn ich renne, wenn ich viel Beinbeuger trainiere, Kreuzheben, was auch immer, wo ich halt die Beinrückseite beanspruche, ist dieser Popliteus immer mit dem Boot. Hat der zu viel Spannung, macht er massiv Knieschmerzen. Er kann auch ja, so Sachen wie Meniskusverletzungen oder sowas ja, begünstigen, sage ich mal, weil wenn der nicht richtig funktioniert, dann klemmt sich auch eher ein Meniskus ein und sowas. Also es lohnt sich, diesen Burschen entspannt zu halten. So, wie bekommen wir den entspannt? Wir brauchen, um den zu entspannen, die Endstreckung im Knie, also auch eine Überstreckung. Ich mache euch das mal vor, wenn ich jetzt hier hinknie, hinsetze und jetzt das Bein durchstrecke, muss die Ferse nach oben kommen. Also diese Überstreckungsfähigkeit im Knie brauche ich, dass eben der Popliteus, die hintere Kette, gesund funktioniert. Also könnt ihr mal selber versuchen, hinsitzen, durchdrücken, da muss die Ferse nach oben kommen. So, wenn ich das nicht mehr kann oder zu viel Spannung drin habe, muss ich den Stein üben. Ich zeige es euch eben mal, hier am besten mit Ischio hier. Hochklettern, festkrallen, Fersen tief, Sprunggelenksfähigkeit, jetzt die Knie richtig durchdrücken nach hinten und in der Kette nach vorne arbeiten. Jetzt bekomme ich richtig schön Länge in die Beinrückseite rein. Habt ihr da im Popliteus ein massives Problem irgendwie? Du musst es querführen, Philipp, sonst haben wir nachher, ja, weil das stellt nicht um. Selber drauf, ja. Habt ihr da jetzt gerade ein akutes Problem drin irgendwie in der Beinrückseite? Dann könnt ihr auch so Sachen machen, dass ihr hier reingeht, ein Bein löst und das andere Bein dagegen stellt. Also um das einfach nochmal zu verstärken, hier richtig schön das Knie nach hinten durchdrücken, auch wieder in der Kette arbeiten, hier nach vorne unten. Und kriegt dann eben richtig schön Länge da hinten rein. Ihr könnt euch auch selbst mit dem Faszienball, mit der Faszienrolle oder eben Nobel, komm mal mit rüber, Peter, an unserer Triggerwand über hier haben. Ja, also dann auch den Bereich Wade extra mit dabei, auf Kniekehle. Könnt ihr mit dem Aufsatz arbeiten. Philipp, bist du da? Ja. Aufsatz hier, komm auf die Seite. Stelle ich mir den hier so auf Kniekehlenhöhe ein und kann mir jetzt hier auch selbst in dem Bereich den Popliteus ein bisschen triggern. Das gleiche geht aber auch mit einem Faszienball, mit einer Faszienrolle. Kann ich hier also super schön mich selbst ein bisschen quälen. Das Wichtigste sind aber wirklich die Beweglichkeitsübungen, also sprich auf dem Stein, richtig durchstrecken, Ferse tief und das ist so die wichtigste Übung. Ihr könnt auf dem Spagat noch arbeiten an der Überstreckung, also einfach die Kniestreckung in jeder Form. Auch wenn ihr Übungen macht irgendwie, schaut, dass ihr wirklich Full Range macht, dass einfach die Muskulatur auch geschmeidig bleibt. So will mal von deiner Seite. Nächstes Mal machen wir irgendwas anderes zum Knie, irgendwie mal gucken, es gibt noch andere Ursachen für Schmerzen, mal Popliteus ist so mit das Wichtigste. Viel Spaß beim Ausprobieren. Danke, Philipp. Ich bin mal gespannt, ob du da nachher irgendwie...